Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben Samstag, den 3. August 2019. Ja, kommt hin. Ja, ist so. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ja. Und das ist unser Platz. Das ist die Aussicht, die wir heute Nacht so hatten. Also die im Endeffekt Stefan hatte. Ich hatte eine andere Aussicht. Ich hatte nur Bäume und Straße. Ja, ich drehe mal in die andere Richtung. Also, das ist der Parkplatz hier. Hier steht der Bulli natürlich. Genau. Genau. Und dahinter das Silberne, was man da ein bisschen sieht. Das ist die Straße. Und man muss sagen, so wie jetzt ist es fast die ganze Nacht gewesen. Also es sind ein, zwei Autos vorbeigekommen. Ja, wenig. Und ja, am Tage kommen hier einiges. Immer gerade, wenn so eine Fähre da hinten angelegen hat. Ja. Dann kommen sie auf in Massen, aber sonst ist das hier ein relativ ruhiger Platz, für eine Nacht kein Problem. Da unten weiter scheint wohl auch ein Platz zu sein, zumindest stand da heute auch ein Mercedes, ein schwarzer. Ja, ein aber Vito, das genau, war auf jeden Fall ein Vito. Aber da ist nur ein Alter. Platz da unten. Also hier oben hast du mindestens Platz für... Du stehst da unten halt direkt am Fluss, ne? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also es ist halt schon noch ein bisschen besser als hier oben, aber auch hier ging's und es war hier sehr ruhig. Also von daher, man konnte hier alles in Ruhe machen. So, und jetzt werde ich meine Ausführungen zu Ende bringen, die du gerade wieder durcheinander gebracht hast. Ah, ich hatte es so. Ja. Also 10 Leute können hier mindestens stehen. Es sind auch gestern ein paar angekommen, sind aber wieder weitergefahren, haben gesagt, oh, da steht schon einer oder keine Ahnung, was die dachten. Also für uns war der Platz ausreichend. Wie gesagt, eine Nacht. Also... Ja. Was will man da mehr? Ja, wir machen jetzt uns auf den Weg. 400 Kilometer. Trondheim wird so die erste Station sein. Und dann mal schauen, was noch so kommt. Bis dahin. Hallo. Wir machen eine Pause. Genau, gibt gleich Obst. Genau, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir jetzt schon gefahren sind. Fast 200. Fast 200. Denn haben wir ja noch 200 vor uns. Ja, mindestens. Sonst, also heute heißt es Kilometer machen. Genau. Das ist halt so. Auch morgen. Morgen müssen wir mal sehen, ob wir das dann schaffen, was wir wollten. Oder ob wir erst nächsten Tag das machen können, was wir wollten. Das werden wir dann sehen. Dadurch, dass wir das eh erst Montag machen wollten, haben wir noch genug Zeit. Jetzt ist hier aber wieder ein Verkehr gerade. Ja, ein LKW und der zieht natürlich die ganzen Autos hinterher. Das ist halt... Dann geht es halt langsamer voran. Teilweise sind 90. Ich hatte schon Geschwindigkeitsrausch mit 100. Gedacht, ich komme hier gar nicht mehr aus der Geschwindigkeit raus. Das war aber Autobahn. Das war ja Wahnsinn. Ja. Aber zwischendurch sind 90, es geht. Also ja, das schafft es lässt man. Sich fahren, es lässt sich fahren. Ja. Ja. Hast du jetzt überhaupt schon gesagt, wo wir gerade hier sind? Nee, was hab ich denn jetzt überhaupt gesagt? Ich habe keinen Plan. Ich weiß, dass der Bohler Naturpark hier wohl in der Nähe ist. Wir sind in der Nähe von Steinkjer, was auch immer das ist. Nord. Genau. Im Zweifelsfahrt ist in Zweifelsfahrt. Oder der nächste Ort ist dann sogar Sparbu. 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 Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ja, ja. Heute wird es auch nicht viel zu sehen sein vom ganzen Tag her. Das können wir jetzt schon sagen, weil wie gesagt, wir haben ein paar Einblendungen, was wir hier so an Strecke gefahren sind. Aber sonst gibt es heute echt wenig. Weil ja. Kilometer, 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 Kilometer. Es ist jetzt auch nicht so extrem spannend, ne? Also das muss man halt auch sagen. Nee, ich bin auch schon... Es ist schön, doch, aber es ist nicht so, wie wir die letzten Tage hatten, ne? Also... Ich bin mehr am Einschlafen als alles andere, weil... Ja, da musst du da durch. Da musst du in der Runde schlafen, der Fahrer muss sich konzentrieren, ne? Und dann ist gut. Das ist echt langweilig, ja. Echt langweilig, diese Strecke. Aber naja, man weiß ja, wofür man es macht.
Genau. Ja, das heißt jetzt Obst machen. Korrekt. Und dann geht's weiter. So sieht's aus. Bis dahin. Ciao, ciao. Dann mal willkommen in Nordnorwegen. Wir machen gerade eine kleine Rast, eine kleine Pause, weil jetzt sind wir schon wieder ein paar Kilometer. Haben tatsächlich mitten in der Pampa eine Tankstelle gefunden für 13 Kronen und 30 Öre. Ist ja unfassbar. Normalerweise sind die so bei 15, 16 Kronen. Ja, das muss man gleich ausnutzen. Wenn du so bei Pi mal Daumen 1,30 oder 1,50. Das ist schon mal ein himmelweiter Unterschied. Wie gesagt, wir sind hier irgendwie im Helgeland. Ich frage mich, ob dann Helge Schneider irgendwo gleich hier aus dem Busch kommt. Ich hoffe nicht. Und naja, ganz schön viecherreich ist das auch hier. Viele Fliegen und alles so ein Gedöns. Aber wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Wollen noch ein paar Kilometer schrubben und dann ja, mal schauen, wo wir enden. Und da kommt der Herr auch nochmal ins Bild. Da kommt der Herr auch nochmal. Aber hast nichts zu sagen? Nö. Nee, dann kann ich ausmachen. Wieder ein kleiner Zwischenstopp. Wir haben es jetzt schon weit nach 17 Uhr. Und ja, wir suchen jetzt langsam aber sicher einen Platz, gegebenenfalls über einen Pass muss man rüber, das wissen wir noch nicht so genau. Und ich laufe mal ein bisschen weiter nach vorne, damit ihr auch mal einen schönen Blick kriegt, wovon Stefan gerade Fotos macht. Genial. Anders kann man das nicht sagen, einfach nur genial. Und jetzt hoffen wir, dass der Platz, den wir uns ausgesucht haben, dass der gut ist, denn der erste, den wir hatten, der war nicht schön. Durfte so eigentlich gar nicht rein. Es standen da trotzdem ein paar Norweger. Jetzt gucken wir trotzdem, ob der andere Platz, den wir da gefunden haben, gut ist. Wir haben den zweiten Platz von Park4Night erklommen. Wir sind hier wirklich auf dem Pass. Wir blenden euch das nicht ein, weil wir gar nicht wissen, wo das hier ist. Und müssen aber sagen, grandios. Guckt einfach nur mal nach da hinten. Ja, wir sind nicht ganz alleine. Zwei weitere waren natürlich genauso clever. Einer aus Deutschland, einer aus Norwegen. Die haben natürlich auch diese App. Park4Night, den hat irgendwie jeder. Und sie ist auch auf jeden Fall Gold wert. Wie gesagt, da hinten seht ihr jetzt unsere Aussicht. Wir machen dann ja auch alles fertig. Hier werden wir bleiben. Morgen haben wir noch gute 250 bis 300 Kilometer. Die werden wir dann auch abrocken. Aber jetzt erstmal entspannen. Thank you.
frisch geduscht sind wir beide. Ja, hinten ist das Zelt noch da. Genau. Unser Schlafplatz in die andere Richtung. Also wir haben jetzt eine bombastische Aussicht. Wir haben traumhaftes Wetter, weil die Sonne scheint noch. Dementsprechend werden wir auch gerade alles laden wieder, was gerade geht. Ne? Also ist ja selbstverständlich. Wir haben uns ein bisschen was zu essen, oder wir machen uns jetzt ein bisschen was zu essen. Heute geht's mal ganz einfach. Es gibt den schönen Wein für Marcel ein, für mich ein. Zwei unterschiedliche, kann ich auch nochmal zeigen. Sehen. Für Marcel den Inspiration. 2018. So ist es. Und für mich, ich habe ein bisschen verhunzendes Etikett, ist egal. Gibt es den Frühburgunder Blanc de Noir. Der ist feinherb, ist eigentlich ein Rotwein, also ein ganz besonderer Wein. Der sieht aus wie Wasser. Im Hotel bei unserer Hochzeit hat man ja gesagt, seid ihr sicher, dass das Rotwein ist oder dass das Wein ist und kein Wasser? Ich sage, nee, das ist Rotwein. Und dann hat sie mich erstmal richtig blöd angeguckt, die Dame von der Rezeption, weil er ja weiß aussieht. Aber er wird aus roten Trauben gemacht. So ist es. Das ist richtig. Wird halt vor dem Maischen, glaube ich, von der Schale getrennt, um dass die Farbstoffe gar nicht mehr mit in den Wein einfließen. Die gibt's bei uns gleich. Und dann noch. Und jetzt noch die Frage, was gibt's zum Essen? Genau, zum Essen gibt es einmal für dich so einen komischen Nudel-Spirelli-Eintopf da mit ein paar Fleischklößchen. Und für mich gibt es Linseneintopf mit Würstchen und dazu haben wir ein bisschen Brot und gut ist es. Wir wollen es heute einfach haben, weil wir auch einige Kilometer fahren. Also wir haben ja gesagt, ein bisschen Futter haben wir uns mitgebracht, falls wir mal auch keinen Einkaufsladen finden sollten. Was ich bisher noch nicht wirklich bestätigt hat, aber es gibt immer mal wieder einen Einkaufsladen und auch Sprit ist kein Problem hier. Also aber nichtsdestotrotz, irgendwann wollen wir das ja auch mal essen und wenn wir halt viel fahren, dann wollen wir auch nicht viel kochen und dementsprechend ist das jetzt hier auch vorbei, weil wir werden jetzt erstmal unser Essen genießen, auch wenn es nur Dosenfutter ist. Genau. Und es stinkt. Also seins, wo er es aufgemacht hat, hat es echt wie Hundefutter gerochen. Ja, deins riecht auch nicht besser. Aber jetzt auch nicht mehr so. Es ist jetzt Fertigfraß, aber wie gesagt, wir sind da mal sehr entspannt. Und ich wollte irgendwas sagen, aber leider Gottes hat dieser Mann mich völlig durcheinander gebracht. Also sage ich jetzt einfach nur, uns einen guten Hunger. Hoffentlich schmeckt's. Und ja, dann sehen wir uns nachher nochmal. Bis dahin. So, gegessen haben wir. Stefans Linsensuppe hat ihm gemundet. Ich hatte diesen Spirelli-Topf, also der war, es ist halt Fertigfraß. Für den kleinen Hunger hat es gereicht. Habe noch ein paar Flippies und Chippies, also ich werde nicht total verhungern. Ja, dann haben wir abgewaschen. War ein toller Tag, über 500, beziehungsweise knapp 520 Kilometer haben wir heute geschafft. Morgen halt so 250 bis 300 Kilometer, das werden wir euch morgen genauer sagen können, liegen noch vor uns. Und dann sind wir in Bodo. Das ist der Bodo mit dem Bagger, der baggert noch. Erwarte ich zumindest, dass da ein Bagger steht. Und mal schauen, ob das alles so klappt, ob wir morgen, also am Sonntag, schon übersetzen können oder doch erst am Montag. Da machen wir uns auf jeden Fall keinen Stress. Montag, Dienstag ist der Plan. Und ja, jetzt werden wir noch Daten sichern. Wo geht's denn hin? Das verraten wir nicht. Aha. Oder willst du es verraten? Nö. Auf jeden Fall nicht nach St. Peter-Ording, da geht's nicht hin. Nein. Weil da sitzt man auch nicht über. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Viel habt ihr vielleicht nicht gesehen, obwohl das ein oder andere Video und richtig geile Drohnenaufnahmen habt ihr ja gesehen. Also der Platz ist ja hier wirklich Hammer. So, und jetzt ein drittes Mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.